brauche Zeit, um das zu tun. So, was haben wir denn hier? Artair. Arter? Artair? Ach gut, ihr seid da. Ich habe endlich jemanden gefunden, der über das reden will, was hier passiert. Shifra, erzählt unserem Freund hier, was ihr mir erzählt habt. Nachdem das Problem mit den Ziegenmenschen wirklich schlimm wurde, tauchten Werwölfe auf, die Jagd auf sie machten. Edan hat sie zuerst in der Nähe von Lorkens und Unas altem Haus gesehen. Er meinte, er hätte einen Ruf verspürt, sich der Jagd anzuschließen. Na, jetzt wieder um diesen Wolfsfluch. Und wir es alle fühlen. Viele von uns wehren sich noch. Aber ihr habt gesehen, was mit dem Riss passiert. Sobald sie sich in diese Dinger verwandeln, kommen sie nie wieder zu uns zurück. Also ich habe eine Theorie, aber ich benötige weitere Informationen. Helft ihr mir dabei, den Hof von Lorkan und Una zu durchsuchen? Das Ganze scheint dort angefangen zu haben. Meine rollenden R's? Was? Ich rolle das R doch gar nicht. was ich gerade sagen wollte. Ich finde das hier ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, das habe ich schon einmal angesprochen. Dass es hier ganz normale Lykanthropen gibt, im Sinne von Druiden, Gestaltenwandler. Und dann gibt es diese komischen Werwölfe hier, die irgendwie andere infizieren und alle verwandeln. Und das ist irgendwie ein Fluch oder sowas. Also ich finde das merkwürdig, dass es diese zwei Richtungen gibt. Also, ist kurios. Das eine ist halt irgendwie so ein bisschen Dracula-Style, ne? Der Wolfsfluch. Als Dracula-Wiener. Und das andere ist irgendwie, ja, Gestaltenwandler, die sich verwandeln können, aber mit dem Wolfsfluch gar nichts zu tun haben. Ich finde es merkwürdig. Rolle ich meine R's wirklich so stark? Ist mir gar nicht aufgefallen. Durchsuch den niedergebrannten Hof. Die Überfälle der Ziegenmenschen werden immer schlimmer. Connells Hof wurde letzte Woche niedergebrannt. Die ganze Familie starb. Früher haben uns die Druiden beschützt. Jetzt sind sie fort und haben nichts als ihre zerfallenden Ruinen hinterlassen. Ich finde das halt merkwürdig. Gibt es hier eine Verbindung zwischen den Druiden und diesen bösartigen Werwölfen? Wo war es jetzt? Da war doch gerade noch ein Tagebuch. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Da. Ich war gestern im Düsterwald, um nach Hinterlassenschaften der Druiden zu suchen. Lorkan hielt es für ein sinnloses Unterfangen und weigerte sich mitzukommen. Doch ich fand eine kleine Wolfsschnitzerei, die eine seltsame Kraft verströmte. Ich bin mir fast sicher, dass die Druiden damit ihre Gestalt verändern. Warte, was? Was? Eine Wolfschnitzerei, quasi so eine Art kleines Totem, was die Druiden benutzen, um sich in Wölfe zu verwandeln.
Und wurde das vielleicht korrumpiert vom Bösen und verwandelt jetzt andere Leute in Wölfe? Das könnte sein. Ich gehe erstmal hier rein. Bietet sich gerade so an. Verseuchter Arachnidentunnel. Ist das ein Dungeon? Nee, ne? Ja, nur ein kleiner Keller. Sieht zumindest aus wie ein Keller. Locken und Una hatten einen Obstgarten, der bei einem Brand zerstört wurde. Das war ungefähr zu der Zeit, als die Werwölfe zum ersten Mal auftauchten. Ein Obstgarten, der... Bauern gingen von einem Angriff der Khazra aus, fanden aber keine Leichen. Shifra meinte, dass seither Spinnen in die Ruinen eingezogen seien. Wir sollten vorsichtig sein. Aha. Was war das? War das gerade ein Geist? Ja, ich habe den letzten Eintrag gesehen, aber ich dachte, es kommt noch ein dritter davor. Locken wirkte heute Morgen müde. Beschwerte sich über seltsame Träume. Ob er es auch hört? Heute Nacht wage ich meinen letzten Versuch. Das spüre ich. Wenn das Totem ruft, werde ich antworten. Die wurden alle von diesem Totem verwandelt. Artair. Ich weiß nicht, wie würdet ihr denn diesen Namen aussprechen? Artair? 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 Keine Ahnung. Also, ich bin der Meinung, Artair. Durchsucht den niedergebrannten Hof. Hier muss noch irgendwas sein. Ach, hier ist der dritte Eintrag. Ich habe Locken nichts davon erzählt. Doch jede Nacht schleiche ich mich hinaus an einen abgeschiedenen Ort und versuche, die Macht des Totems freizusetzen. Ich schlafe kaum noch. Und wenn doch, träume ich davon, wie ich im Wald auf allen Vieren Jagd auf Ziegenmenschen mache. Sie rufen nach mir. Uma ist also der mächtige Werwolf, der diesen Ruf verbreitet. Ich erkenne das Totem, das sie beschreibt. Moment, hört ihr das? Una ist zu einem ersten Werwolf hier geworden. Zur Werwolfsmutter quasi. Oder zur Rudelmutter. Tötet die Werwölfe, sagen sie, dann greifen Spinnen an. Ja, Spinnen sind jetzt also Werwölfe, ne? Sprecht mit Artair. Tja, jetzt wissen wir also, woher das Werwolf-Problem kommt. Wir können es vielleicht beheben, wenn ich mich auf eure Hilfe verlassen darf. Klar. Zuerst müssen wir das Wolfstotem finden. Außerdem brauchen wir Blut des Verbündeten und Blut des Feindes.
Ihr findet Totems für Druidenrituale auf den Feldern der Qual und auf dem Schemenhof. Okay. Führt das Ritual an beiden Orten durch, um das Blut zu erhalten. Ich besorge den Rest und treffe euch wieder auf dem Schemenhof. Das kriegen wir hin. Wir fahren nicht in diese Wolfsbrut. Also, das ist die Falle. Findet Druide-Totem. Okay. Ereignisse sind immer so verlockend. Mal wieder die Obolisse ausgeben. Wird zu viel. So, Druidentotem. Ich brauche mehr Zeit. Aha. Was? Wo? Irgendwo ist hier ein Bauer. Bauer sucht Frau. Da ist er ja. Bissiger Bauer sucht Frau. Ja, wo ist das Totem? Ach, hier. Abgenutzte Schnitzerei. Schließt das Blutritual in den Feldern der Qual ab. Ritualstätte der Druiden. Tötet erzürnte Ziegenmenschen im Ritualzirkel. Easy. Einfach nur rumstehen, ja? Weiter. Nehmt Fiole mit Khazra-Blut. Wo? Ach, hier. Flasche voll Blut. Und jetzt zum Schemenhof. Und da machen wir das zweite Ritual. Alles klar. Seht ihr das Blinken auf der Karte? Ist ein besonderer Boss oder sowas. Garban Ennai. Der Schlechter von Deriga irgendwas. Nichts Besonderes.
Vernichtet die Totems. Ach, das ist... Ich bin wieder irgendwie in einem Ereignis gelandet. Ups. Ich bin schon wieder in ein Ereignis reingelaufen. Das war diesmal keine Absicht. Ritualstätte der Druiden. Schließt das Blutritual beim Schemenhof ab. Ist voll entspannt. Da geht ein Legionsdings wieder los. Wo ist denn das? Oh Gott, ist ja ganz am Ende der Welt. Level 60. So, Flasche voll Blut. Und sprecht auf dem Schemenhof mit Artair. Ich roll das jetzt absichtlich so. Nur weil du das gesagt hast. Pietro von Skosklen. Schon wieder ein Event? Nein, nein, nein. Das Gleiche. Also, ich habe deine Fiolen. Was machen wir jetzt? Während ihr alles zusammengesucht habt, habe ich das Ritual erforscht, das wir durchführen müssen. Wir werden Una beschwören und sie dann an diesen Ort binden. Besiegt sie dort und ich werde die Magie wieder im Totem versiegeln. Ich kenne ein altes Hügelgrab im Düsterwald, wo uns niemand stören wird. Okay. Gehen wir. Im Düsterwald. Aha. Das ist der Düsterwald aus Diablo 2? Ach Mist. Was kann ich nicht stehen lassen. Ja. Platziert die Gegenstände auf den Podesten und ich werde das Ritual beginnen. Das ist der das Totem. Das ist die eine Fiole mit dem Blut und die andere. Mayen Mil Kiriata, Mayen Mil Kiriata, Mayen Mil Kiriata. Easy. Da stand, ihr Name war Una. Ich wette, ihr echter Name war Luna. Es tut mir leid, dass das passiert ist. Ich werde das Hügelgrab später versiegeln, sodass niemand sonst in Versuchung kommt, Unas Fehler zu wiederholen. Trefft mich wieder auf dem Schemenhof.
Ich möchte sehen, wie es den anderen Bauern geht. Alles klar. Altair. Nee, Artair. Artair. Nicht Altair. So. Was ist das hier mit gefletschten Zähnen? Wie geht es den Bauern? Wer kümmert sich schon um die Bauern? Shifra meint, der Ruf sei noch zu hören, wenn auch leiser. Wir haben sie nicht geheilt, aber die Ausbreitung eingedämmt. Hätten wir Druiden unsere Pflichten nicht versäumt, wäre dies nie geschehen. Ich bleibe hier und bringe ihnen bei, damit zu leben. Das schulde ich ihnen. Hab Dank für eure Hilfe, Wanderer. Hab Dank für eure Hilfe, Wanderer. Gern geschehen. Gern geschehen. Mit gefletschten Zähnen. Was habe ich dafür bekommen? Ein Halsband. Nee, ein Ring. Okay. Jetzt müssen wir die nächste Quest oder Questreihe finden. Es wird hier langsam immer schwerer. Vielleicht springe ich einfach mal in eine andere Region rüber. Was ist das denn? Knorzer der Goldverdammte? Ich glaube, das ist eine... Oh, das ist ein Weltboss. Mein erster Weltboss. Ich habe die bis jetzt immer alle verpasst. Das behalten wir mal im Auge. Das machen wir dann auf jeden Fall. Aber bis dahin, 26 Minuten, machen wir noch irgendwas anderes. Ja, zum Beispiel. Hybris lächelt zurück. Ah, das war das mit den Grinsenden. Der Typ, der den... Knochenstaub geschnüffelt hat. Gehen wir mal hin.